Praise God. I'm really excited today to minister the word of God. Ich bin sehr aufgeregt, dass ich heute das Wort predigen darf. Last week, you know, I was ministering, and the message that I was ministering, I said, no matter where you find yourself at. Und letzte Woche war die Predigt darüber, dass ich gesagt habe, egal in welcher Situation du dich befindest, you should expect that God will turn around your life. Du sollst erwarten, dass Gott diese Situation wieder wenden kann. And I remember I say that when things are not good at all in your life, continue dreaming that things will be good in your life. Und auch wenn Sachen in deinem Leben schief laufen, du musst weiter davon träumen, dass es besser wird. You know, I remembered the preaching this week. On Monday, I went to see Victor. Some of us know Victor. Und am Montag bin ich Victor besuchen gegangen. Einige von euch kennen ihn. Victor is a friend that you know, and he's been sick for some time. Victor ist ein guter Freund von uns, aber er ist seit einiger Zeit krank. He was in a coma, and then that time we really stood with him and prayed, and God brought him out of the coma. Und er lag im Koma, und dann haben wir ganz lange für ihn gebetet, und jetzt ist er auch wieder erwacht. And he got sick again. He went into another coma, and now he is still in the process of being healed. Und danach ist er wieder in Koma gefallen und ist auch wieder erwacht, und jetzt ist er in der Zeit, sich wieder zu He cannot walk yet. Er kann zwar noch nicht laufen. In fact, I was talking to his betrayer, and his betrayer said, "Oh, the doctors have given up on him." Und ich habe mit einem Betreuer gesprochen, und der sagte, dass die Ärzte ihn schon aufgegeben hätten. But you know, I told the betrayer exactly what God put in my heart. Aber ich habe diesem Betreuer genau das gesagt, was Gott mir gezeigt hat. I said the first time we started praying for him, God put in my heart that we should not give up on him. Ich sagte zu ihm, das erste Mal, als wir für ihn gebetet haben, hat Gott uns gesagt, dass wir nicht aufgeben sollten. And the betrayer said, "Oh no, if the doctors says that there's nothing can be done, then that's the final thing." But I say, no, the doctor said nothing can be done, that's not the final word. Und der Betreuer sagte, ja, aber wenn die Ärzte sagen, es kann nichts mehr getan werden, dann wird das so sein. Aber ich sagte, nein, wenn die Ärzte das sagen, dann muss das nicht so sein. Because that time, about 3 years ago, the doctor had said that he's not going to survive, he's not going to come out of the coma, and as Christians, we prayed, and God brought him out of the coma. Und vor 3 Jahren hatten die Ärzte damals auch schon gesagt, dass er nicht aufstehen würde, aber wir haben gebetet, und er ist aufgewacht. So you know, coming from the betrayer, that was bad news. Also von der Seite des Betreuers waren das schlechte Nachrichten. So I decided to go see Victor in Bergkamen. Also habe ich Victor besucht in Bergkamen. And when now I went there, I was very, very encouraged. Und als ich diesmal da war, wurde ich sehr ermutigt. It shocked me. Und es hat mich eigentlich geschockt. I found a very, very joyful man. He was so joyful, and he laughed. He was very happy to see me. Und ich habe einen sehr, sehr glücklichen Menschen dort gefunden. And you know, when I was talking to him, God reminded me the preaching that I preached on Sunday. Und als ich mit ihm gesprochen habe, hat Gott mich an die Predigt letzte Woche erinnert. Because this is a man who is bedridden now. Denn dieser Mann ist jetzt ans Bett gebunden. But I realize he's a dreamer. He's dreaming. He's bedridden, but he's dreaming on his bed. He's planning for his future. Aber auch wenn er die ganze Zeit im Bett liegen muss, er träumt schon für seine Zukunft. And in fact, he told me, "Pastor, you know what? I believe God is taking me out of this situation." Und er sagte zu mir, "Pastor, ich glaube daran, dass Gott mich aus dieser Situation herausbringt." In fact, he told me, "I want you to pray for me." Und er sagte auch, ich möchte, dass du für mich betest. Er said, "God is bringing me out, and when God is bringing me out, I want to settle, I want to start a family, I want to have children." Und er sagte, wenn ich hier raus bin, dann kann ich endlich eine Familie gründen und auch Kinder haben. And I said, "Wow, this is somebody who is expecting God to bring him out of this situation." Ich habe gedacht, wow, das ist wirklich eine Person, die davon träumt, dass Gott sie da rausbringen kann. So this is just to tell us, let's continue praying for him and all other people who we know are sick. Let's not give up on them. Let's continue praying. Und das sage ich, damit wir weiterhin für ihn beten und auch für diejenigen, die jetzt krank sind, dass sie träumen können, dass sie gesund werden. As the word of God says, nothing shall be impossible for God. Nothing is too hard for God. Denn nichts ist zu schwierig für unseren Gott. Because God is a God of resurrection. Denn unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. I believe that God can restore him back to his health. Und ich glaube auch, dass er seine Gesundheit wiederherstellen kann. God can restore him to walk again. Und er kann ihn auch so wiederherstellen, dass er wieder geht.
You know, I remember the time the doctor had said he was not going to live. Und als die Ärzte damals sagten, er wird nicht mehr leben. And we got Christians and you went to the intensive care in Unikliniken and we were surrounding him and we were just praying for him. Da haben wir uns als Christen um ihn in der Intensivstation versammelt und für ihn gebetet. And he came out of the coma. Und dann ist er aus dem Koma erwacht. And then the doctor said, okay, he's going to be paralyzed on one side. Und dann sagte der Arzt, er wird auf der einen Hälfte gelähmt sein. We respect what the doctor says. Wir respektieren, was die Ärzte sagen. But we believe what the doctor says is not the final word. Aber wir glauben auch daran, dass was die Ärzte sagen, muss nicht das letzte Wort sein. So the doctor said, oh, he's going to be paralyzed on one side. Also sagte der Arzt, er würde auf der einen Hälfte gelähmt sein. In the real sense, it was a fact. He was paralyzed on one side. Eigentlich war es ein Fakt und er war auf der einen Hälfte gelähmt. He could not move his hands. He could not move his right hand and right leg. Er konnte seine rechte Hand, seinen Arm und sein rechtes Bein nicht bewegen. And I remember those days we didn't have children, me and Mitzi, those days. Und in diesen Tagen hatten Mitzi und Pastor Maxwell noch keine Kinder. But we went on his bedside. Aber wir sind zu seinem Bett gegangen. And Mitzi took one hand and I took one hand and we started massaging his hand and we started praying and we say, God, let there be life in this body. Dann hat jeder von uns eine Hand genommen, sie massiert und gebetet, dass da wieder Leben hineinkommt. But you see, we saw God bringing him out of the hospital and he started walking. Aber wir haben gesehen, wie Gott ihn aus dem Krankenhaus gebracht hat und ihn wieder gehen ließ. And when he was walking, he was walking like a robot. Und er ist damals so gegangen wie ein Roboter. Because he was still sick, so he was walking like this. Denn er war noch krank, also musste er noch war es noch schwierig. And he was not fully healed, but he was discharged from the hospital. Er war noch nicht ganz geheilt, aber er durfte aus dem Krankenhaus entlassen werden. And they gave him, he had his own apartment they gave him the apartment to live in. Und er hat auch eine Wohnung bekommen, in der er wohnen konnte. And one time, you know, I just thought, just go and visit him and see how he's doing. Eines Tages wollte ich ihn einfach besuchen, um zu sehen, wie es ihm geht. And I went to see him just few days after he came from the hospital. Und ich habe ihn dort angetroffen, ein paar Tage nachdem er entlassen wurde. And I realized he has been discharged from the hospital. He has his own apartment. He has kitchen to cook, but he could not cook for himself. Und er hatte aber eine Wohnung und eine Küche und alles, aber er konnte nicht kochen. In fact, he could not even lift a spoon and put food in his mouth. Eigentlich konnte er nicht mal einen Löffel heben, um zu essen. So I invited him home. I took him to our home and I shaved his hair and I put food there and I fed him. Also habe ich ihn mit nach Hause genommen, habe ihn rasiert und ihn gefüttert. But you know, I was so touched with the situation and I told God, God, it's not going to continue being like this. Aber ich war so berührt von der Situation und habe zu Gott gesagt, Gott, ich glaube daran, dass es nicht so bleiben wird. And Mitzi and I, we lay hands on him and we prayed for him. And ja. Really, we cried out to God and we told God, God, change the situation. Und dann haben Mitzi und Pastor Max so die Hände auf ihn gelegt und für ihn gebetet und dass Gott diese Situation verändern wird. You know, after 2 days he could walk normally straight and he could eat normally. Nach 2 Tagen konnte er sogar selbst essen. And we thank God. We saw what God did. Even there's a time he came here and we saw how God healed him. Und auch als er einmal hier war, haben wir gesehen, wie Gott ihn geheilt hat. We know what happened that took him where. Some of us, we know what happened that took him back where he was. Und einige von uns wissen auch, wie er da zurückgekommen ist, wo er war. We continue praying for him. Aber ich möchte, dass wir einfach weiter für ihn beten. He told me, Pastor, I'm not going to live. I'm not going back to the life I used to live before. Und er sagte zu mir, Pastor, ich möchte nicht wieder in das Leben zurückkehren, was ich früher gelebt habe. But you see, God answers prayers. Aber du siehst, Gott antwortet Gebete. There are times we mess in life and we find ourselves in a certain condition because of our messing up in life. Und es gibt Tage oder Situationen, in der wir unser Leben vermasseln und dann uns in solche Situationen begeben. But when we repent and we cry out to God, God is able to restore us. Aber wenn wir vor Gott gehen, ihm um Vergebung bitten, dann wird er uns wieder herstellen. Yeah, my message today is restoration.
Und diese Überschrift für heute habe ich Wiederherstellung genannt. Restoration. Wiederherstellung. I remember the last time I preached this message is six. I preached something to do with the restoration is 6 years ago. Und das letzte Mal, als ich etwas gepredigt habe, was damit zu tun hatte, ist 6 Jahre her. The definition of restoration, number one, is the act of restoring. Und die erste Definition ist diese Handlung des Wiederherstellens. Renewal. Etwas zu erneuern. Revival. Etwas zu beleben. Or re-establishment. Oder etwas wieder aufzubauen. You know, God is able to restore you. Also Gott ist fähig, dich wiederherzustellen. Is able to renew you. Und er ist fähig, dich zu erneuern. Is able to revive you. Er ist auch fähig, dich wieder zu beleben. Is able to re-establish you. Und er ist fähig, dich wieder aufzubauen. The second definition which I like is a return of something to a former original, normal or an impaired condition. Die zweite Definition ist die Rückkehr zu etwas, was vorher schon da war oder was original war oder normal war. But you know, this is I say this so many times. I like the restoration of God. Aber ich mag das, dass Gott diese Wiederherstellung bringen kann. He brings something to its original state. Er bringt etwas wieder zu seinem ursprünglichen Status. But the good thing with God is. Aber das Gute an Gott ist. His original state is better than the original state. Der ursprüngliche Status ist besser als der ursprüngliche Status. God restores you, and His restoration is better than the original state. Gott stellt dich wieder her, aber deine Situation dann ist noch besser als deine ursprüngliche. How many of us you've lost something in your life and you're believing God for restoration? Wer von euch hat schon was verloren und glaubt, dass Gott dir das wieder geben kann? I want you to know that God is able to restore you, and His restoration, He brings you back to the original state. But the original state is better than the original state. Ich sage dir, er kann dir das wieder zurückbringen, aber dieser Status wird noch besser sein als zuvor. Number two. Another definition is restitution of something taken away or lost. Restoration is restitution of something taken away or something that has been lost from you. Wow. Und die Definition ist, dass du etwas wieder bekommst, das von dir weggenommen wurde. Restitution is compensation. You remember, I gave a testimony. I'm waiting for my mom to listen to this testimony. Und ich erinnere mich bestimmt an ein Zeugnis, das ich gegeben habe. Ich warte noch darauf, dass meine Mutter das hört. At the age of 8. Im Alter von 8 Jahren. I was richer than my parents. War ich älter als meine Eltern? Why? War ich reicher als meine Eltern? Wieso? I'll send this CD to my mom. I want to see her reaction. Somebody knocked me down with a car. Und jemand hatte mich mit seinem Auto angefahren. And he knocked me real good, and I was hurt. Und ich war sehr verletzt worden dadurch. And we went to court. Und dann sind wir zum Gericht gegangen. And it was said that he had to compensate me a lot of money. Aber an diesem Gericht wurde dann gesagt, dass dieser Mann mir sehr viel als Entschädigung geben musste. So, at the age of 8, I was a rich man. Also, als ich 8 Jahre alt war, war ich ein sehr reicher Mann. So, I was compensated a lot of money. Also wurde ich dadurch entschädigt. And you know, that is what God does. He comes and He restores you something that has been stolen away from you. Und He compensates you. Und das tut Gott auch. Wenn dir etwas genommen wurde, dann entschädigt Gott dich auch. That is the definition of restoration. Und das ist die Definition von dieser Wiederherstellung. The God kind of restoration is more than the original. It's better than the original state. Und die Wiederherstellung durch Gott ist noch besser als dein ursprünglicher Status. So if you've lost anything in your life, no matter what it is, expect God to restore you and to give you something better than something you had in the beginning. Egal was du verloren hast, du kannst dir sicher sein, dass du von Gott das wieder bekommst, und zwar noch besser als zuvor. You know, since yesterday I've been praying that God is going to give us double for our trouble. Und seit gestern bete ich dafür, dass Gott uns das Doppelte für unsere Schwierigkeiten gibt. How many of us have trouble? Wer von uns hat Schwierigkeiten? Okay, I want us to read Isaiah chapter 61 verse 7. Ich möchte, dass wir Jesaja 61 Vers 7 lesen. Isaiah chapter 61 verse 7. It says, instead of their shame, my people will receive a double portion, and instead of disgrace,
They will rejoice in their inheritance, and so they will inherit a double portion in their land, and everlasting joy will be theirs. Wow. Für eure Schmach soll Zwiefältiges kommen, und für die Schande sollen sie fröhlich sein auf ihren Äckern, denn sie sollen Zwiefältiges besitzen im Lande, sie sollen ewige Freude haben. Instead of your shame. Anstelle von eurer Scham. The definition of shame is to cause to suffer or to digress. Und die Definition von dieser Scham ist, dass man gelitten hat. So God says, if you've gone through a time of shame or disgrace or disrespect, he's going to compensate you a double portion. Also Gott sagt, wenn du durch so eine Situation gegangen bist, dass man dich entehrt hat oder dass du gelitten hast, dass er dir das doppelt zurückgeben wird. And then he says, instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Und anstatt dass sie entehrt sind, sollen sie sich freuen. Let me ask, how many of us have ever gone through shame in your entire life? Wer ist schon mal durch so eine Situation gegangen? How many of us have gone through disgrace in your life? And when people look at you, this eyes. Wer ist schon mal durch so eine Situation gegangen, dass man von anderen Leuten angeguckt wurde und schlecht behandelt wurde? God is speaking to you and he says, instead of your shame, they shall be a double portion. Und Gott sagt, anstelle von dieser Scham soll er doppelter Segen sein. Now, I like it the way it says in the Message Bible. Just translate after me. It says, because you got a double dose of trouble. Und weil du eine doppelte Dosis von dieser Schwierigkeit bekommen hast. And more than your share of contempt. Und mehr als was du ertragen konntest. In the land will be doubled and your joy go on forever. Wird in deinem Land, wird dein Land verdoppelt werden und deine Freude wird für immer weitergehen. How many of us are going through a time of trouble? Wer von uns geht durch so eine schwierige Situation? Or how many of us have gone through a time of trouble? Oder wer war schon mal in solch einer Situation? I want you to know that God is able to restore you a double portion. Ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich in doppelter Weise wiederherstellen kann. You know, I like it when I preach something that I've gone through. Und ich glaube, ich mag es auch, wenn ich über etwas predigen kann, was ich schon erlebt habe. Because I know it is true and I know that it's possible. I know that God can do it. Denn ich weiß auch, dass es wahr ist, was ich predige, und ich weiß auch, dass Gott es tun kann. God can give, he can restore you double for your shame, double for your trouble. Denn Gott kann dich auf doppelte Weise für deine Scham wiederherstellen. You know, with this knowledge, when I go through a tough time, when I go through shame, when I go through trouble, I start rejoicing. There's no more crying, I rejoice. Mit diesem Wissen kann ich, egal in welcher Situation ich mich befinde, mich wieder freuen. Because I look into the future with expectancy. Denn ich kann in die Zukunft mit Erwartung gucken. I experienced the time that I was knocked down by a car, and that was trouble. That was it was a trouble for time. But I got a compensation. It was a double compensation. Ich habe erfahren, wie schrecklich es ist, von einem Auto angefahren zu werden, und ich habe wurde sehr verletzt, aber danach habe ich die Entschädigung bekommen. In life I've gone through many troubles. I've experienced very many shameful things, but I trusted in the Lord and God rewarded me double for my trouble. Und in meinem ganzen Leben habe ich viele solcher Situationen erlebt, und aber Gott hat mich wieder dafür entschädigt. Now, I want us to read Isaiah 61 verse 1. Ich möchte, dass wir Jesaja 61 Vers 1 lesen. This is a portion where it prophesies about the coming of Jesus. Und hier wird prophezeit, wie Jesus kommen sollte. And it speaks of the anointing that was going to be upon Jesus. Und es geht auch die Salbung, die auf Jesus kommen sollte. Verse 1, he says, the Spirit of the Lord is upon me. Und Vers 1 sagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. He has sent me to bind up the brokenhearted. Und die zerbrochenen Herzen zu verbinden.
To proclaim liberty to captives. Und so verkünden den Gefangenen die Freiheit. And the opening of the prison to those who are bound. Und den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. To proclaim the year of the Lord's favor. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. And the day of vengeance of our God. Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. To comfort all who mourn. Zu trösten alle Trauernden. To grant to those who mourn in Zion. Und zu schaffen den Trauernden zu Zion. To give them a beautiful headdress instead of ashes. Dass ihnen Schmuck statt Asche. The oil of gladness instead of mourning. Freudenöl statt Trauerkleid. The garment of praise instead of a faint spirit. Lobgesang statt eines betrübten Geistes. That they may be called the ox of righteousness. Dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. The planting of the Lord. Pflanzung des Herrn. That he may be glorified. Dass er gepriesen wird. They shall build up the ancient ruins. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen. They shall raise up the former devastations. Und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. They shall repair the ruined cities. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern. The devastations of many generations. Die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Wow. Wow. In the book of Luke, you know, there's a time that Jesus stood at the temple and he read Isaiah 61. Und in Lukas steht auch geschrieben, wie Jesus dieses Kapitel gelesen hat. And after he finished reading it, he said, "Today this scripture has been fulfilled before you." Und er sagte, an diesem Tag ist diese Prophezeiung vollbracht. Jesus is the man that God anointed, and he anointed him to come and bring good news to the poor. Denn Jesus war der Mensch, den Gott geschickt hatte und gesalbt hatte, um diese gute Nachricht zu bringen. God sent Jesus to bind up the brokenhearted. Und Gott hatte Jesus geschickt, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden. To proclaim liberty to the captives. Und Freiheit für die Gefangenen zu verkündigen. To open the prison door for those who are captive. Und damit die frei werden, die gebunden sind. And to proclaim the year of the Lord's favor. Und um das Jahr der Gnade des Herrn zu verkündigen. Jesus came to comfort all who were mourning. Und Jesus kam, um alle die Trauernden zu trösten. And to give them a beautiful headdress instead of ashes. Und ihnen einen Schmuck auf ihrem Kopf zu geben anstatt Asche. Another version says to give them beauty instead of their ashes. Und eine andere Version sagt, um ihnen Schönheit zu geben anstatt Asche. Jesus is the one God anointed with oil to come and give us oil of gladness instead of our mourning. Und Gott, Jesus war derjenige, den Gott gesalbt hatte, um uns Freude zu geben. You know, I don't know what is it that you're going through now. Und ich weiß nicht, wo du gerade durch musst. Maybe nobody knows what you're going through now. Ich weiß niemand, in welcher Situation du dich befindest. But innerly, inside you, maybe you're going through trouble and you are crying, you're looking out for help and deep inside you are crying out for help. Aber vielleicht schreist du innerlich nach Hilfe. I want you to know. Ich möchte, dass du weißt. That Jesus is there to give you all of gladness instead of your mourning. Dass Jesus für dich da ist, damit er dir volle Freude gibt. Just lift up your problem to God and he will help you. He will bring you out of the situation. Du musst ihm nur deine Probleme übergeben und er wird dir helfen. You know, that's why I like this song that we sing, I'm trading my sorrows. Und deswegen mag ich das Lied, ich tausche meine Sorgen. I'm trading my sickness. Und ich tausche meine Krankheit. In the presence of God, just trade that situation. Give it to God and receive the oil of gladness. Receive freedom from God, that it is there for you in the presence of God. Du kannst in der Gegenwart Gottes einfach all deine Sorgen ihm übergeben und er wird dir Freude geben. And the Bible says, Jesus is the one God sent to give you the garment of praise instead of a faint spirit. Und die Bibel sagt, dass Jesus derjenige ist, den Gott geschickt hat, um uns den Preis zu geben. Maybe you have a faint spirit. Maybe you are discouraged. Something has happened and you are so much discouraged in life. Vielleicht bist du gerade sehr entmutigt. God wants to lift you up. Aber Gott möchte dich wieder hochheben. Jesus wants to take this faint spirit from you and he wants to lift you up. He wants to give you a garment of praise. Er möchte dir diesen Geist der Entmutigung wegnehmen und dir ein Kleid geben, dass du ihn preisen kannst. Now, it's your decision to either take what God is offering to you and give him these things that have been disturbing you or to hold them. Es ist deine Entscheidung. Entweder willst du ihm diese Sorgen geben oder du willst sie behalten. What are you going to do? Was wirst du tun? Are you going to continue holding to the problem, to the sickness, or are you going to giving it to God?
Wirst du dich weiterhin an deine Probleme und deine Krankheit festhalten oder wirst du sie Gott geben? If you decide to keep the problem, it will pull you down and it will destroy you. Wenn du dich dafür entscheidest, diese Sorgen zu behalten, dann werden sie dich unterdrücken. The situation will depress you and oppress you and you will live a hopeless life. Du wirst diese Situation werden dich unterdrücken und du wirst ein hoffnungsloses Leben führen. But you see, when you give it to God, aber wenn du es Gott gibst, even when you see maybe the situation has not been solved yet, I mean you've not got the answer yet, auch wenn du die Antwort noch nicht dafür bekommen hast, you know that you've given your problem to somebody greater. Kannst du wissen, dass du dieses Problem jemanden gegeben hast, der viel größer ist? You have hope that he's working out a way for you. Und du hast die Hoffnung, dass er all das für dich durcharbeiten kann. You live in expectancy that he's bringing that answer in your life. Und du kannst in Erwartung leben, dass er dir die Antwort geben kann. And you see, the Bible continues says that when Jesus has done this in your life, und die Bibel sagt weiterhin, wenn Jesus dir das getan hat, you are going to be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that God is going to be glorified. That is in number 3, verse 3. Wirst du auch Bäume der Gerechtigkeit oder Pflanzung des Herrn genannt? You are going to be called oaks of righteousness. Du wirst Bäume der Gerechtigkeit genannt werden. The planting of the Lord. Oder die Pflanzung des Herrn. That God may be glorified. Damit Gott gepriesen wird. You know, God wants to deliver you. He wants to set you free. He wants to restore you what the devil has stolen from you. That He may receive the glory. Und Gott möchte dich befreien und dich erretten von dem, was der Teufel dir auferlegt hat, damit du ihn preisen kannst. In fact, when God delivers you, when He sets you free, when He helps you, you need to remember God. You need to remember to give Him thanks. You need to remember to offer Him praise. Und wenn du wenn Gott dich befreit hat, dann möchte er auch, dass du dich an ihn erinnerst und ihm Dank gibst. There's a song we sing, give God the glory and he will give you the victory. Und es gibt ein Lied, das besagt, gib Gott die Ehre und er wird dir Sieg geben. Give God the glory. Give God the glory. Sing auf Deutsch. Give God the glory and he will give you, and he will give you the victory. Oh yes, jetzt sing auf Deutsch. Give God the glory and he will give you the victory. Gib Gott die Ehre und er wird dir den Sieg geben. You know, when something good happens to us, wenn etwas Gutes passiert, we tend to beat our chest. You see, I am the prophet, I can do it, I did it. Neigen wir dazu, uns selber zu loben und zu sagen, ja, wir sind der Profi, ich hab's geschafft. You know, where I come from a tribe that is known really. In Kenya, they say my tribe they're very proud. Somebody knows what I'm talking about. In Kenya, sagt man von meinem Stamm immer, dass sie sehr stolz auf sich sind. They say my tribe is very proud. They want to say, oh, you know, I did it, huh? I did it with all my strength. Und die Menschen in diesem Stamm sagen auch sehr gerne, ja, ich habe es alles mit meiner Kraft gemacht. If you've done it with your strength, that strength comes from God. Wenn du es mit deiner Stärke gemacht hast, musst du wissen, dass diese Stärke von Gott kommt. Give God the glory. Und gib Gott die Ehre. What you've accomplished, you might have put your energy, you might have worked hard for it, but God is the one who gave you the strength. He's given you, in fact, there's a verse that says, God gives you the ability to make wealth. Und egal, was du gerade geschafft hast, diese Kraft und diese Energie hast du von Gott. So, don't take the glory. Also nimm nicht diese Ehre selber. Give God the glory. Sondern gib Gott diese Ehre. So, you see, here from verse 1 to verse 3, it tells us what Jesus will do. And it ends and says, that he may be glorified, that God may be glorified. In diesen ersten Versen steht alles, was Jesus tun sollte, und am Ende steht, dass Gott gepriesen wird. But you see, when you read verse 4, you see something changes. Aber Vers 4 sieht man, dass sich etwas verändert. You know, as human beings, we just work hard and we work out ways for us to be increased, for us to be enlarged, and we just want to enjoy it for our own self. Und wir Menschen neigen dazu, dass wir, wenn wir etwas geschafft haben, es für uns selber benutzen.
But verse 4, it speaks something. It says that when this has happened to you, you need to do one thing. Und in Vers 4 steht, wenn das alles passiert ist, musst du eines tun. Verse 3, it ends, says, they may be called the ox of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Und am Ende steht, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, damit Gott gepriesen wird. And then verse 4, it says, that they shall build up the ancient ruins. Und ab Vers 4 steht, sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen. They shall raise up the former devastations. Und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. They shall repair the ruined cities. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern. And the devastations of many generations. Die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. You know, God wants to restore you. Und Gott möchte dich wiederherstellen. He wants to compensate you. Und er möchte dich entschädigen. He wants to change your life. He wants to give you that double portion. Er möchte dein Leben wieder verändern und dir das doppelte Maß wiedergeben. But when he does that, he wants you to know that then you have a responsibility. Aber wenn er dir das gibt, dann möchte er auch, dass du weißt, dass du eine Verantwortung hast. There are ruins that you need to build up. Es gibt Ruinen, die du wieder aufbauen sollst. There are devastations that you need to raise up. Und es gibt Zerstörungen, die du wieder herstellen sollst. There are ruined cities that you need to repair. Und es gibt Städte, die verwüstet sind, die du wieder reparieren sollst. In other words, there are things you need to build up, to raise up and to repair. Mit anderen Worten, es gibt viele Sachen, die du wieder aufbauen sollst. And that is to help other people. Und dann, das ist, damit anderen Leuten geholfen wird. When God does something good to you. Wenn Gott dir etwas Gutes tut. Yes, enjoy it, but remember to share that goodness with other people. Also, darfst du es gerne dich daran erfreuen, aber du sollst es mit anderen teilen. Reach out and help other people. Und strecke deine Hand aus und hilf anderen. You know, a Bible verse that really touched me about restoration is Isaiah 42, verse 22. Ein Vers, der über Wiederherstellung spricht und den ich gerne mag, ist Jesaja 42. The first time I read this verse, I was so touched. I was so touched. Vers 22. Ich war so bewegt, dass ich es zum ersten Mal gelesen habe. It says, but this is a people plundered and looted. They are all of them trapped in holes and hidden in prisons. And hidden in prisons. They have become plundered with no one to rescue them. They have been made loot with no one to say, send back. In other words, with no one to say, restore. Dennoch ist es ein beraubtes und geplündertes Volk. Sie sind alle gebunden in Gefängnissen und verschlossen in Kerkern. Sie sind zur Beute geworden und es ist kein Erretter da. Sie sind geplündert und es ist niemand da, der sagt, gib wieder her. Aha, there is niemand da, der sagt, give wieder her. There is no one to say restore. When I read this, I realized that God is concerned about our restoration. God is concerned about the restoration of other people too. Und hier sehe ich, dass Gott sehr besorgt darin ist, dass wir wieder das bekommen. He speaks in this verse. He was speaking about his children Israel. They were being looted. They were being destroyed. Because of that, they were hiding in holes, and nobody was crying out restore. Nobody was crying out really for their compensation. Nobody was concerned about them. Und er spricht hier über sein Volk, das geplündert und beraubt worden ist, aber niemand war da, um zu sagen, gib wieder her. You know, God wants you to know, once you've received your double portion of your blessing, double portion of your restoration, after you've been compensated. Und Gott möchte, dass wenn du wieder entschädigt wurdest, think about other people. Dass du über andere Menschen nachdenkst. You know, today I was in Lünen. Und heute war ich in Lünen. And I was preaching in this church. Und ich habe da in der Kirche gepredigt. And the message I preached, when I looked in this church, I know them. It's a small church. Every one of them is born again, and they're rejoicing. They're rejoicing in the Lord. Und weiß ich, dass jeder in dieser Gemeinde wieder geboren ist und in dem Herrn sich erfreuen kann. And I say, it's good. Let's rejoice in the Lord. Und ich sage, es ist gut. Lass uns am Herrn erfreuen. But I ask a question: how many of us have reached out to others and told them about the saving grace? Have told them about the freedom that somebody received in Jesus Christ. Aber ich habe eine Frage gestellt. Wer von uns oder wie viele von uns haben den anderen Menschen erreicht, um ihnen zu sagen, wie großartig die Gnade des Herrn ist? And they told me, oh, das ist eine schöne Frage. Und sie sagten, das ist eine schöne Frage. Meaning that nobody has been doing that. Das heißt, sie hatten das noch nicht getan. When God has done something good to you, remember others.
Wenn Gott dir etwas Gutes getan hat, dann solltest du dich an andere Menschen erinnern. Do you remember this Samaritan woman? She met with Jesus and Jesus ministered to her. Jesus talked to her. Jesus prophesied in her life. Und erinnert euch an die Frau aus Samarien, mit der Jesus gesprochen hat. She tested the goodness of God. Und also hat sie von der Güte Gottes erfahren und es erlebt. Und ja, diese Frau geht in die Straße und sie sagen, ich habe jemanden gefunden. So she went to the streets and said, I have found someone. Er hat mir alles erzählt über mein Leben. And he has told me everything about my life. He ministered to me. Und hat zu mir gesprochen. Come that he may also minister to you. Und kommt hierher, damit auch zu euch sprechen kann. And people followed her. They wanted to meet Jesus. Und dann sind die alle hinter ihr hergegangen und wollten auch Jesus kennenlernen. Because she tested the goodness of God. She tested the ministration of the Lord, which set her free. And she wanted that other people may also experience that experience. Denn diese Frau hat die Güte Gottes erfahren und wollte, dass auch die anderen Menschen davon erfahren. And you know, I'm always asking myself, what is happening now in the church? People come in, they just, okay, pray for me, they receive the goodness of God, and they want to keep it for themselves. Aber in der Kirche kommen immer viele Menschen, die wollen den Segen Gottes haben, bekommen ihn und dann wollen sie ihn für sich selbst behalten. Let's be concerned about other people. Let's reach out and let them invite them to just come and experience the goodness of God, to be ministered to, that God will minister to them, that God will set them free. Und lass uns auch über andere Menschen denken und an sie denken, damit auch sie die Güte Gottes erfahren. You know, Isaiah 61, we've read what Jesus can do in the life of somebody. Und in Jesaja 61 haben wir gelesen, was Jesus alles tun kann. And I know each and every of us, we've experienced it in one way or another. Und ich glaube auch, dass jeder von uns das schon erfahren hat. Let's help other people to have this experience with God. Lass uns auch anderen Menschen helfen, diese Erfahrung mit Gott zu bekommen. You know, in my life, in many circumstances, I've experienced double for my shame, double for my trouble. God has restored me many things that the devil took away from me. Und für viele Situationen, durch die ich gegangen bin, habe ich das Doppelte von Gott wiederbekommen. If you've not reached that place, wenn du noch nicht an diesem Punkt gelangt bist, I want you to know that it's true, it happens. Expect. Dann möchte ich, dass du weißt, dass es wahr ist und das passiert auch und du brauchst nur zu erwarten. Expect. Du brauchst nur zu erwarten. But if you've experienced the goodness of God, if you've experienced God restoring you, und wenn du das schon erfahren hast, wie Gott dich wiederhergestellt hat, you need to share that with other people. Solltest du es mit anderen Menschen teilen. That they may know God. Damit sie auch Gott besser kennenlernen. That they may come to God and they may also be ministered to. Damit sie auch zu Gott kommen und von ihm erfahren. You know, about the gospel. Und über dieses Evangelium. Romans says. Steht in Römer. How will they know? Wie sollten sie denn wissen? Without somebody telling them. Wenn sie nicht jemanden haben, der ihnen es erzählt. How will they know without a preacher? Woher sollten sie es denn ohne einen Prediger wissen? And it says, how will a preacher go and preach without being sent? Und wie sollte ein Prediger denn hingehen und predigen, ohne gesandt zu sein? And I know many times as Christians we pray, Lord, where are you going to send me? Where? Send me. Send me, send me, send me, send me. I'm ready to go wherever you're going to send me. Und wir Christen sagen oft, Herr, sende mich. Ich bin bereit, überall hinzugehen, wo du mich hinschickst. And many of us are just sitting, waiting, praying and say, God, send me. Und viele sitzen und beten und sagen, bitte sende mich, Herr. But when you read the word of God, Matthew 28, you see, Jesus has already sent us to go in the world. Aber wenn du in der Bibel nachliest, siehst du in Matthäus 28, Gott hat uns schon geschickt. So let's go and share the gospel. Also lass uns hingehen und das Evangelium verbreiten. Because people will not believe without hearing. Denn Menschen können nicht glauben, ohne es gehört zu haben. They won't know about Jesus and the freedom that somebody receives from Jesus without somebody telling them. Sie können doch nicht, ohne dass es ihnen jemand erzählt hat von Jesus und von seiner Befreiung, wissen. But you see, in Isaiah 42, verse 22, God is concerned that nobody stands in the gap and says, restore. Aber in Jesaja 42 haben wir gesehen, dass da niemand stand und gefragt hat, gib wieder her. In Proverbs chapter 31, verse 8,
In Sprüche 31 Vers 8 steht: It says, "Speak up for the people who have no voice, for the rights of all the down and outers. Speak out for justice. Stand up for the poor and destitute." Tue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tue deinen Mund auf und richte Recht und räche den Elenden und Armen. I like the translation in German. Tue deinen Mund. Tue deinen Mund. How can you translate that direct translation into English? Tue deinen Mund. Do open your mouth. Do open your mouth. Tue deinen Mund auf. Do open your mouth. Tue deinen Mund auf. Don't just receive from God and enjoy and just keep on receiving and not giving out. Open your mouth and speak it out. Du solltest nicht immer nur bekommen und es für dich behalten, sondern deinen Mund auftun und es weiter sagen. Let somebody hear about the goodness of God from your lips. Damit auch jemand anderes von deinen Lippen von der Güte Gottes erfahren kann. You know, the nature of God, he gives you, he entrusts you with something small. Und in der Natur Gottes liegt es, dass er dir etwas Kleines anvertraut. And when you are faithful with the little that you are given, then you are going to be given more. Und wenn du mit diesem Kleinen schon zuverlässig bist und treu bist, dann wird er dir noch mehr anvertrauen. Many of us are waiting for more, and they just pray, God, I want more, I want more, I want more, I want more. Und viele beten von uns und sagen, ich möchte noch mehr haben. And God is waiting for you to be faithful with the little that He's given you. Und Gott wartet darauf, dass du mit dem Kleinen, das du schon bekommen hast, treu bist. You're asking for more, but God is asking, the little that I gave you, what have you done with it? Du fragst und möchtest mehr haben, aber Gott wartet darauf, dass du mit dem Kleinen treu bist. But you see, Proverbs 31:8 says, "Speak up for the people who have no voice, for the rights of all the down and outers. Speak out for justice. Stand up for the poor and destitute." Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte Recht und räche den Elenden und Armen. And this is why I like prayer. Und das ist der Grund, warum ich Gebet mag. Standing in the gap on behalf of others. Dass wir für andere beten. And we need to do that from time to time. Und das sollten wir von Zeit zu Zeit auch tun. You know, most of the times we like praying for us, for ourselves. God, I need that blessing. God, I need that double portion. God, I need that car. I need that house. I need that husband. I need that wife. Und die meiste Zeit beten wir gerne für uns selber und wollen das und dies haben. Many people can take 3 hours praying for themselves. Und viele Menschen können auch sogar 3 Stunden lang für sich selbst beten. And then they take 10 minutes praying for other people. Und dann nehmen sie sich 10 Minuten Zeit, um für andere zu beten. But you see, God says, "Speak up for the people who have no voice." Aber Gott im Wort Gottes sagt, tu deinen Mund auf für diejenigen, die stumm sind. But you see, there are people who cannot pray for themselves. They don't know how to pray. Und es gibt nämlich Menschen, die nicht wissen, wie sie für sich selbst beten sollen. And that's why God has given us the responsibility to stand in the gap on behalf of other people, that we pray for them. Deswegen hat Gott uns die Verantwortung gegeben, für andere Menschen zu beten. But at the same time, God has given us the responsibility that which we have received, that which we've got, we can give it weiter. Wir können es weitergeben. Weiter es sagen. Und deswegen möchte Gott auch, dass wir weitergeben, was wir von ihm bekommen haben. Lass uns es weitergeben. Lass uns nicht es nur für uns behalten. Let's not withhold it, but share it with others. Es gab eine Zeit, Sister Olivia was translating, and I was doing that, and she said, "Don't do that with me, do that with the elders." So don't blame me, blame Sister Olivia. She said, "Do that with Elka. Elka is an expert in that." But you see, God is concerned, really, for your restoration. He's concerned for your compensation. He's concerned that you receive the double portion of blessing. That you be compensated for what you go through. Aber Gott möchte wirklich, dass du diese Wiederherstellung wieder bekommst,
und eine Entschädigung für das, was du erlitten hast. And it's good that you pray for it. It's good that you expect for it. Und es ist auch gut, dass du dafür betest und es erwartest. But at the same time, don't be selfish. Think about the compensation. Think about the double blessing. Think about the help of other people too. Aber zur selben Zeit solltest du nicht egoistisch sein, sondern auch an andere Menschen denken. Let's think of other people. Lass uns auch an andere Menschen denken. And stand in the gap and pray for them. Und auch für diese Menschen beten. Amen. Amen. So, you know, let me go back to Isaiah 61, verse 7. Lass uns zurück zu Jesaja 61, Vers 7. Instead of your shame, anstelle von eurer Scham, there shall be a double portion. Sollte es einen Segen im doppelten Maß geben. Instead of dishonor, anstelle von Entehrung, they shall rejoice in their Lord. Soll es Freude geben. Therefore, in their land, they shall possess a double portion. They shall have everlasting joy. Und deswegen sollen sie Freude für immer haben und in ihrem Land einen großen Anteil besitzen. Amen. Amen. I believe with all of my heart that God wants that this verse will be fulfilled. In fact, from verse 1 to 7, that it will happen to you just as it says. Und ich glaube und bete dafür, dass diese 7 Verse in eurem Leben erfüllt werden. And the reason why I'm preaching this today is not to entertain you, but it's for you to get it and expect it and pray it daily. Und der Grund, warum ich das predige, ist, dass ihr nicht unterhalten werdet, sondern dass ihr es wirklich annehmen könnt und in eurem Leben gebrauchen könnt. You know, I'm a very, very expectant man. I expect a lot of things from God. Und ich bin ein sehr erwartungsvoller Mann und ich erwarte sehr viele Sachen von Gott. I look up to God. Und ich schaue hinauf zu Gott. And you know, the good thing is that God has never disappointed me. He has never put me to shame. Und das Gute daran ist, dass Gott mich nie enttäuscht hat. Yeah, there are things that some of them they've taken years. Some of them they've taken 8, 10 years. But God has never disappointed me. Einige Sachen haben zwar sehr lange gedauert, 8 bis 10 Jahre, aber Gott hat mich nie enttäuscht. You know, there's a verse that says, God speaks and says, my people shall never be put to shame. Und es gibt auch einen Vers in der Bibel, mein Volk soll nicht in Scham geraten. My people shall never be put to shame. Und sie werden nie in Scham geraten. And those who put their hope in God. Und diejenigen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. If you put your hope in God. Wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt. You will not be put to shame. Wirst du auch nicht in Scham geraten. Yes, you might go through problems. You might go through troubles, but you will not be put to shame. Vielleicht hast du schwierige Zeiten vor dir oder durchlebst sie gerade, aber du wirst nie beschämt werden. You might go through struggles in life. Vielleicht hast du starke Schwierigkeiten. By the end of the story, you will come out a winner. Aber am Ende der Geschichte wirst du als Gewinner hervortreten. You will come out a winner. Du wirst als Gewinner hervortreten. Because God is fighting your battle. Denn Gott kämpft für dich diesen Kampf. God is fighting your battle. Denn Gott kämpft für dich diesen Kampf. So you know, live every day expecting and not just expecting alone. Expect and pray it out. Also sei jeden Tag erwartungsvoll und bete dafür. Pray it out. Also bete dafür. You know, Wednesday, I remember we were here and we were just praying and really prophesying and just confessing things. Und Mittwoch waren wir hier zum Gebet und haben viel gebetet und prophezeit. And I'm excited because I know a time is going to come. We are going to see the answers of our prayers. Und ich freue mich schon, denn ich weiß genau, dass wir die Antworten dieser Gebete sehen werden. God does not have different bowls or different buckets where he says you pray and then he takes your prayer. He says, oh, this one I'm not going to answer it. I threw it there. Im Himmel hat Gott nicht verschiedene Körbe für die Gebete, die er aufteilt. In dieses Gebet werde ich antworten und dieses nicht. Nein, so ist es nicht. For as long as the prayer is in line with God's word. Solange unsere Gebete mit dem Willen Gottes entsprechen. A time will come that a time will come that he will answer it. Wird eine Zeit kommen, in der wir diese Antwort bekommen. Is there somebody who needs prayer? Gibt es jemanden, der ein Gebetsanliegen hat? If you need prayer, just stand on your feet and we're just going to pray for a double compensation upon your life. That God is going to touch you. That God is going to change the situation in your life. Wenn du Gebet brauchst, dann kannst du einfach aufstehen. Wir werden gemeinsam für dich beten, damit Gott
eine Situation verändert. Maybe you're going through a time of shame, or you've gone through a time of shame, you've gone through a time of trouble. Vielleicht hast du gerade solch eine Situation. And you just want God to intervene. Und du möchtest einfach, dass Gott dir hilft. In fact, I just want all of us to just lift up our voices and just tell God, God bless me now. Und lass uns einfach alle aufstehen und Gott um einen doppelten Segen bitten. You know, I like the story of Hannah. Und ich mag auch die Geschichte von Hannah. Hannah, she needed an answer from God. Hannah wollte eine Antwort von Gott bekommen. And she went in the temple and she talked with God. Also ist sie in den Tempel gegangen und hat mit Gott gesprochen. But you see, she went in the temple and just cried out to God. Und sie ist einfach in den Tempel gegangen und hat zu Gott geschrien. And the priest looked at her and the priest thought, this drunkard woman, why is she coming to church drunk? Und der Priester hat sie gesehen und hat gedacht, wieso ist diese betrunkene Frau hier? What? And Hannah stopped praying and the priest comes and tell Hannah, don't come to church drunk. Und als sie fertig war, kam der Priester zu ihr und sagte, komm nie wieder so betrunken in diese Kirche. And know what Hannah told the priest? Und wisst ihr, was Hannah gesagt hatte? I am not drunk. Ich bin nicht betrunken. I've just poured out my heart to God. Ich habe nur mein ganzes Herz dem Herrn geschüttet. These words touched me. She says, I've just poured out my heart to God. Ich habe all meine Herzenswünsche ihm ausgeschüttet. You know, you need to come to a place where you just pour out your heart to God and tell God, God, I know you can help me, help me. Du musst auch an diesen Punkt kommen, dass du dein ganzes Herz ihm ausschütten kannst, um ihn zu fragen, dass er dir hilft. Pour out your heart. Just pour out your heart to God. Schütte einfach all das, was in deinem Herzen ist, vor ihm aus. Just tell God to fulfill His word concerning you. Und sag ihm einfach oder bitte ihn, dass er sein Versprechen einlöst. Here I am once again. Pour out my heart, 'cause I know that you. My heart is in your faithful to answer. Was there a tree and a hope that is real as I feel your touch? You bring the freedom to all that's living in the safety of this place. I'm longing to pour out my heart, to say that I love you. Pour out my heart, to say that I need you. Pour out my heart, to say to say that about a pour out my heart, to say that I love you, pour out my heart, to say that I need you, pour out my heart, to say that I'm thankful, pour out my heart, to say that I open your mouth and just pour out your heart to God. Pour out your heart to God. Just speak to God. He's your Father. He's listening to you. He's ready to answer your prayer. He's ready to just lift up your problem to you, from you. He's ready to exchange the problem with a solution. Don't be ashamed of your neighbor. Just speak to God. Speak to God. Speak to God. Concentrate. Just talk to God one on one. Just tell God, God, I'm talking with you one on one. You are the one that can help us.
Lord, you are the one that can help us. You are the one that can give us the breakthrough that we need. You are the one that can give us the answer that we need. You are the one that can solve our problem. That's why we pour out our hearts to you. That's why, Lord, we lift up our voice and we say that we are expecting from you. Unser Erwartung ist an dir, oh Herr. Wir heben unser Augen. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dir. Unsere Hilfe kommt von dir. Unser Lösung kommt von dir. Unsere Antwort kommt von dir, oh Herr. Das ist der Grund, dass wir bringen unsere Probleme zu dir. Das ist der Grund, oh Herr, dass wir bringen jede Situation zu dir. Weil wir wissen und wir glauben, dass du hast die Fähigkeit, unsere Probleme zu lösen. And Lord, according to your word, according to your word, oh Lord, as we have heard your word that you are able to give us double portion of blessing. So wie wir dein Wort gehört haben, dass du uns doppelten Segen geben kannst. Double for our trouble. Und zwar das Doppelte für unsere Schwierigkeiten. Double for our shame. Und das Doppelte für unsere Scham. Lord, I prophesy double. Ich prophezeie dieses Doppelte. I declare that it's time for compensation. Und ich erkläre, dass es Zeit ist für Entschädigung. Your people have gone through many problems. Denn deine Leute sind durch viele Probleme gegangen. Your people have gone through many struggles. Sie haben viele Schwierigkeiten durchlebt. Your people have gone through many disappointments. Sie haben viele Enttäuschungen erlebt. But Lord, it's time for compensation. Aber Herr, es ist Zeit für Entschädigung. It's time for compensation. Es ist jetzt Zeit für diese Entschädigung. And Father, I pray deep down from my heart that you compensate your people. Vater, ich bitte dich ganz tief von meinem Herzen, dass du diesen Menschen entschädigst. I pray that you restore them. Ich bete dafür, dass du sie wiederherstellst. As they cry out to you, Father, I just pray for double restoration. Und so wie sie zu dir hinaufschreien, dass du sie wiederherstellst. You are a God of restoration. Und wir danken dir, denn du bist ein Gott, der wiederherstellt. May each and every person standing before you today experience complete compensation. Und ich bitte dich, dass jeder, der jetzt vor dir steht und dich darum bittet, dass sie diese Wiederherstellung erfahren. Complete restoration. Es war eine komplette Wiederherstellung. In Jesus' name. In Jesu Namen. Do it for each and every one of us, Lord. Und Herr, ich bitte dich, dass du es für jeden von uns tust. In Jesus' name. In Jesu Namen. Just tell God, God, I receive it. Sag es zu Gott, Gott, ich nehme es an. I receive it. Ich nehme es an. Your word says. Denn dein Wort sagt. I believe with my heart. Ich glaube mit meinem Herzen. And I confess unto salvation. Und ich bekenne mit meinem Mund zur Errettung. I have believed. Und ich habe geglaubt. And I confess. Und jetzt bekenne ich. That I receive it. Damit ich es annehme. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you've not received Jesus in your heart. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen angenommen hast. Don't let this time passes you by. Lass nicht zu, dass du diese Zeit nicht nutzt. God loves you. Denn Gott liebt dich. Sin separates you forever with God. Und Sünde wird dich für immer von Gott trennen. It separates you forever from God. Sünde wird dich für immer von Gott trennen. God doesn't want you to be forever separated from him. Aber Gott möchte nicht, dass du für immer von ihm getrennt wirst. And that's why he gives us an opportunity that we may be reconciled back to him. Und deswegen gibt er uns die Möglichkeit, dass wir wiederhergestellt werden mit ihm. I've just said the word of God says you believe with your heart and you confess with your mouth. Also wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. If you've never received Jesus in your heart. Und wenn du Jesus noch nie in deinem Herzen angenommen hast. I want you to pray this prayer from your heart. Dann möchte ich, dass du mit uns dieses Gebet von deinem Herzen aus. And church, let's help this special person to pray this prayer. Und lass uns diese Person dann helfen, dieses Gebet zu sprechen. Father, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesu. I believe you. Glaube ich an dich. I believe in your son Jesus Christ. Und ich glaube auch an deinen Sohn Jesus Christus. That you sent him to save. Dass du ihn gesagt hast, um mich zu erretten. But he died for my sin. Dass er gestorben ist für meine Sünden. I accept what Jesus did for me at the cross. Und ich akzeptiere das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat.
And I repent of my sins. I ask for your forgiveness. Und ich bitte dich um Vergebung. Forgive me. Bitte vergib mir, Herr. Wash me. Und reinige mich. Cleanse me. Mach mich rein. Make me whole. Und mach mich ganz. I thank you for salvation. Und ich danke dir für diese Errettung. If you once knew the Lord and you went back, I want you to pray this prayer. Und wenn du einmal den Herrn kanntest, aber wieder zurückgegangen bist, dann möchte ich, dass du jetzt betest. Father, I repent for being a prodigal son. Und Herr, ich bereue es, dass ich ein verlorener Sohn war. I make a decision to come back to you. Und ich mache jetzt diese Entscheidung, wieder zu dir zurückzukommen. I come back fully to you. Und ich komme ganz wieder zu dir zurück. Forgive me for going away. Bitte vergib mir, dass ich weggegangen bin. Thank you for reconciliation. Thank you for restoration. Danke für deine Wiederherstellung. I thank you that I'm saved. Ich danke dir, dass ich gerettet bin. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Do you believe it? Glaubst du das? Do you receive it? Hast du es angenommen? When you receive something good, what do you do? Wenn du etwas Gutes bekommst, was tust du dann? You rejoice. Du freust dich. You rejoice. Du freust dich. So have you received it? Yes. Rejoice. Yes.